Und damit welcome back, ladies and gentlemen, zu einer weiteren fesselnden Folge Hellblade: Senua's Sacrifice. Schön, dass du da draußen wieder mit eingeschaltet hast und ein großes Dankeschön geht raus an all die Zuschauer, die das letzte Video positiv bewertet haben. Vielen lieben Dank. Ja, Freunde, letzte Folge war heftig. Letzte Folge habe ich hart kämpfen müssen, um hier weiterzukommen. Ich habe schon an meinen Fähigkeiten gezweifelt. Was? Hier kann ich dorthin? Wir müssen weiter in den Höllenschlund hinein. Und es wird immer heftiger und immer heftiger. Ich glaube, mittlerweile bin ich 3 bis 4 Mal gestorben. Und wir dürfen hier nur eine begrenzte Anzahl sterben. Oder ihr wisst schon, wie ich meine. Also es bleibt spannend. Allzu oft darf ich, glaube ich, nicht mehr sterben. Okay, Leute. Sobald wir hier durchgehen, kommt der Höllenhund. Das heißt, ich muss rennen. Run! Lauf, 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 lauf. Also, hier ist gut, hier ist gut. Dieser Drecksköter, ne? Ich will nicht weiter reingehen. Und ich weiß, jetzt kommt dann auch demnächst nochmal ein richtig heftiger Boss. Ich glaube, der kommt sogar bald. Okay, Leute. Erstmal wieder ein bisschen balancieren hier. Na komm. Ah, komm schon. So. Now the darkness has Dillian's soul, and it will take it and never give it back. She can search and search, but she will never find it. Immer noch eine Anekdote, ha? It's the end. Although Sigurd kills the dragon, Rian wants to keep Fafnir's gold all for himself. Rian also wants the strength and wisdom of the dragon, so he drinks its blood and asks. Kann jemand hier drin mal Licht machen? Ich fühle mich irgendwie unwohl. But when he touches the roasted heart to see if it is done, he burns his finger. Without thinking, he licks his finger and tastes the dragon's blood. In that moment, he understands the language of birds and hears them talk nearby. Ja, das ist wieder der Wasserfall. Alter. Die gar nicht wissen, wie viele Leichen da unten flappen. Oh, noch eine Anekdote. Hör mit. Sigurd's newfound power lets him hear the birds speak. And they say, ich will auch Vögel verstehen können. Obwohl mir das wahrscheinlich früher morgens nicht auf den Sack gehen würde, wenn ich rausgehe außer Haus. Wenn ich alles verstehen würde, was die Vögel so sagen. Okay, also wenn ich hier durchgehe, ist die Fackel wieder weg. Okay, jetzt aktivieren wir erstmal das hier. Sigurd heeds the bird's advice. He kills Rian, eats Fafnir's roasted heart and takes Fafnir's treasure. And he embarks on a new quest. Haben das M hier schon? To ride to Hinderfell and find Grimhild, the Valkyrie. Hier soll das M schon sein? Ach, guck mal hier. Aber das wird so nicht zählen, denke ich mal. Aber es muss mit dem zu tun haben. Also wenn ich hier rüber gehe, habe ich keinerlei Chance, die Fackel wieder zu entzünden. Momentchen, ist das jetzt... Also es geht nicht ganz auf. Na, warte mal, kann ich hier... Ist hier hoch? Nee. Okay, da oben ist was zum Zünden. Das heißt, kann an sich schnell rüber, weil es bringt mir ja nichts. Ja, nix, ich kann sie nicht entzünden. Ich
Ich komme hier auch nicht ran. Alter. Aber ich krieg's so nicht hin. Da wird kein Schuh draus, das ist das Problem. Wollen wir mal schnell rübergehen und einfach mal gucken? Aber ich glaube, nee, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Sitz an. Check ich irgendwie gerade nicht. Dann mal, können wir hier irgendwo lang? Ne. Okay, was haben wir denn hier drüben? Also grundsätzlich, hier ist Gitter. Hier ist Geröll. Da kommen wir auch nicht durch. An sich würden wir über das Geröll auf jeden Fall hier hochkommen. Bringt uns aber nichts, weil wir dann keine Flammen mehr haben. Und hier hinten erkenne ich so gut wie gar nichts. Und ich denke mal, da wird dann auch nichts sein. Schauen wir hier nochmal. Also wir sind von... wir sind von da oben gekommen. Ist auch noch ein Weg. Ich glaube, da wird ein Schuh draus. Okay. Da wird ein Schuh draus. Wow, es ist so dunkel. Okay. Ja, was ist mein Plan? Meine lieben Stimmen, ich weiß es doch nicht. Okay. Also, da muss ich auf die andere Seite. Okay, verstehe. Das heißt. Boah. Wird das machbar? Ja, geht anscheinend nicht anders, ne? Wieder zurück. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier Feuer, das ist schon mal gut. Das heißt, wir müssen dann Speedrun machen. Ja, wäre es nicht schlecht, wenn Senua irgendwie ihre Schuhe noch auszieht, ihre Stiefel. Und dann schnell auf Zehenspitzen dahin läuft. Ich hab gehört, dann ist man nämlich schneller auch beim Rennen. Okay. 3, 2, 1, los. Das ist schon eine gute Strecke. Das ist schon wirklich eine sehr gute Strecke. Okay, man kann gegenjumpen, das ist schon mal gut. Und hier ist auch gleich Licht, okay. Nice. Sehr gut. Hört auf zu schwafeln, ihr blöden Stimmen. Das kann man aber auch falsch verstehen, was sie davon sich geben, ne? Ja, schneller, schneller, gib's mir. Okay, jetzt haben wir hier eine Flamme. Jetzt können wir im Grunde immer hin und her. Letztendlich... bringt mir das jetzt hier allerdings... warte mal. Doch. Im Schatten her? Okay, das wirft jetzt einen anderen Schatten, verstehe. Mehr Licht, anderer Schatten. So. Das heißt, wir haben jetzt hier das Zeichen. Perfekt. Well. Nun können wir voranschreiten. Ich glaube, das mit das Spiel mit der Dunkelheit geht noch länger. She can't help but think of him. A tender guiding flame in a world so black. The longer it burned, the more she convinced herself that there was nothing beyond its reach.
How little separates us from what we fear. And so he had her punished, stuck her with a sleep thorn, and put her body within a rampart of burning shields. Only a man Alter. Who knew no fear would ever reach her. Wie tief geht's denn hier doch rein? And like me, Sigurd is fearless and passes through the flames, just as I did, and wakes the sleeping warrior girl. She teaches him the secret Nein, wisdom das of runes, bist. Namely victory runes, ship runes, Finger weg. Runes Finger for weg von meinem persuasion, Haar. Runes for truth, das ist perfekt gemacht. Runes for healing and help, runes for perception and power. Like Sigurd, the greatest young Ach, warrior Scheiße. Of the north, you must learn the secrets of the runes. To fight amongst the gods in hell. Come back to me. Come back. Ich glaube, Senua freut sich schon richtig auf eine Dusche. I'm coming for you. Follow my voice. I'm coming. Come back. Vor allem, sie darf niemals diese Fackel unter Wasser halten. Darf jetzt nicht schwach werden. Was? 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 Warum? Was? Wieso? Oh Gott, da ist es. Der Endboss. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Gib's mal volle Kanne aufs Fressbrett. Für Dillian. Na super. Aufstehen. Okay. Ich muss erstmal so checken, was der kann. Aber Fokus ist immer gut. Wow, wow, hey, ich bin ausgewichen. Wow. Okay, der Fokus rettet mir hier immer den Arsch. Hätte ich den nicht, wäre ich echt am Arsch. Wow, 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 was ist das? What? What? Was ist hier? Was passiert? Wow, okay. Einfach in Bewegung bleiben. Krieg ich meinen Fokus? Ja, okay. Fokus bringt auch Licht. Okay, erste Runde geht an mich. Wo ist er? Dreckshöllenhund! Oh mein Gott! Steh auf, steh auf, steh auf. Wow, 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 wow. Oha, dieser Mundgeruch. Kann ich mal wieder Fokus machen? Danke. Ah, nochmal aufladen. Ich habe irgendwie das Gefühl, diese Aufgeladenen bringen am meisten, ne? Oh, ich krieg noch einen Fokus. Au. Fieser Mundgeruch. Ich weiß gar nicht, ob ich den blocken könnte. Wo ist er? Probier's mal mit blocken. Ja. Geht. Nice. Drauf jetzt. Ich rasiere ihn jetzt. Immer schön rein. Okay, das war gut. Sehr schön. Das ist geil, Leute. Wow. Alter.
ist jetzt? Das war safe noch nicht. Ich wusste es. Drecksviech. Gib ihm. Ins Ohre. People think of evil as an unnatural, invisible force, and so invoke the gods for protection. But evil can come from the hand behind the gods. A familiar hand, cold and cruel. He tried to fix her with his rituals, kept her trapped in that hole. She couldn't say which was worse. The darkness. Or the monster that her father had become. She couldn't fight them both. And so she left. Headed for the one ray of light that shone down on her. If she had stayed, she wouldn't have survived. Maybe Delian would still be alive. I'm so sorry, Lilo. She will save his soul. Even if this time she can't save her own. I'm Delian zurück. Forgive me, Senua. I know you have no reason to trust me anymore. Shadow, listen. But believe this. It was my mission to make you hate. To hate the darkness with a passion so great it would focus your mind on this quest. For without it, I fear you would have let go of this life. All this time, I wanted to protect you from the truth that would have destroyed you a long time ago. Follow. But you have conquered your darkness at every turn. Stay alert, Senua. You deserve to see behind the veil of darkness. Then take me into the monster. Ist das so doch die ganze Zeit schon auf unserer Seite? I won't stand in your way. Hat nur ein paar psychologische Tricks gebraucht, um uns voranzubringen. Hat er uns mal irgendwie zum Positiven manipuliert, hä? Uns durch den Hass motiviert. Aber hey, wir haben Delian wieder. Also, seinen Kopf zumindest. Den Rest werden wir wahrscheinlich nicht wiedersehen, aber das ist auch egal. El braucht nur den Kopf. Wir brauchen nur ein Körperteil. Alter. Okay. Mother, I won't let the darkness trick me again. I know you're safe with the gods. Okay. I can feel Hela's gaze searching for secrets inside of me. Secrets that even I can't see. I'm not here to fight my past. I'm here for Delian. Es geht nur um Delian. I will fulfill my vow, whatever the cost. Ja. Aber vielleicht kostet das auch ihr Leben, ne? Aber hey, sie ist stark, sie schafft das. Sind schon so weit gekommen, jetzt aufzugeben. Das wäre Blödsinn, reiner Blödsinn. Okay, also hier geht's offiziell weiter. Jetzt ist hier allerdings auch noch ein Weg. Da frage ich mich doch, wo führt der hin? Okay, die Stimme sagt, sie soll einen anderen Weg finden. Das kennen wir hier schon. Das ist ein Aufbau, ne? Die Treppen hier. Das heißt... Ragnarok.
the destiny of the gods. First, there will be a terrible winter, 3 years long. Then, das heißt, hier geht's dann zurück. Brothers will fight each other to the death, and people will forget what they owe their kindred. Times will be hard. Crimes will be great. It will be an age of axes and swords. The wind will blow through abandoned halls. Wolves will walk where children played. Gut, dann eben hier lang. Okay, wir haben hier wieder was zum Bauen. Wir müssen hier diese Brücke bauen. Es ist nur die Frage, wo muss ich mich dann positionieren? Okay, es geht hier auch noch lang. Natürlich können wir die Brücke reparieren. Also manche meiner Stimmen denken nicht ganz mit, hä? This isn't just a broken bridge, is it? Mother, you showed me how to see further. To see the hidden wonders in our world and explore new paths into the unknown. Okay, die nehmen wir noch. So that others may follow. Or to warn so that they may avoid. That is our gift and our duty. Das ist unsere Gabe, ja. I'm not going to look away. Brücken reparieren. The land of the giants will thunder with the sound of their army on the move. The gods will assemble. The dwarves will leave their stones. The frost giants will come from the east. The Midgard serpent will turn up the waves. Eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks. The ship of the dead will set sail. Der ist auch richtig motiviert, der Typ, hä? Hier hat das immer Vorträge. So, ein Teil haben wir schon mal. 4 sind es insgesamt. Okay, das wird interessant. Ich muss achten auf den Sound, wenn ich in der Nähe bin. Hier ist definitiv nichts. Hier geht es im Grunde auch nicht weiter. Okay. Schauen wir mal hier vorne. Aber das bringt uns halt gar nichts. Wo muss ich hin? Ist die Frage, alle Fragen. Ist auch nirgendwo lang. Hier auch nicht. Es fühlt sich irgendwie so falsch an, wieder zurückzugehen. Sehe ich noch irgendwas, was mich irgendwie weiterbringt? Also hier komme ich nur wieder die Treppe runter. Naja gut, ich meine, erst hier haben wir, glaube ich, das mit der Brücke registriert. Es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt doch hier wieder zurück muss. Das heißt, rein theoretisch müsste ich dann irgendwo da oben rauskommen und von oben auf das unten, das untere zu schauen, ist ja an sich nicht schlecht. Dann irgendwie von oben nochmal ein Stück Brücke reparieren. Ich weiß es nicht. Es kann natürlich auch sein, dass es hier einfach nur zurückgeht. Keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen. Ah ja.
Das könnte uns schon weiterhelfen hier. Das wird uns auch weiterhelfen. Also dieser Aufgang hat mich jetzt, wie gesagt, an diesen einen Part da erinnert. Auch noch nicht lange her. Aber hier geht's ja ganz woanders hin. Das passt dann schon. So, hier. Zack, boom. Fertig. Ja gut, noch nicht ganz. Meine lieben Stimmchen. Okay, aber hier geht's dann auch nicht mehr weiter. Was? Wow. Okay, okay. Leute, beruhigt euch. Darauf war ich jetzt gar nicht gefasst, ey. Oh, was? Alter. Also ich muss auch sagen, der Kampf gegen den Höllenhund war jetzt auch gar nicht so krass. Ich finde tatsächlich die Kämpfe hier gegen die krasser. Muss ein bisschen regenerieren. War ein bisschen zu früh. So, jetzt gebe ich ihm hier. Ah, nee, er schon wieder. Ah, mies. Ich dachte, ich komme zuerst durch. Tritt! Weiß halt nicht, ob nicht schon wieder einer hinter mir steht. Zack, weg, selbst wenn. Jetzt kann er auch. Jetzt kann er kommen, würde ich sagen. Was? Wie viele schon wieder? Alter! Aua. Jetzt stelle ich mich gerade wieder ein bisschen blöd an. Das ist ja auch immer, mittlerweile so eng hier. Ja. Ich kann nicht die ganze Zeit nach hinten schauen. Ich muss mal einen wegkriegen jetzt. Schlitz ihn auf! Aua! Oh nein, er schon wieder, Mr. Kamikaze. Fokus, wann krieg ich meinen Fokus, Alter? Au. Jetzt aber, komm. Schlitz ihn weg. Na, Dreck. Nein, nicht mit mir, mein Freund. Du kriegst jetzt mal ordentlich auf die Fresse. Oh nee. Tränengas. So, jetzt gebe ich ihm. Fratzengeballer. Jetzt geht's los. Okay. Ging. Geht's hier noch irgendwo anders lang? Nee, okay. Gehen wir wieder runter. Okay, der Kampf ging auch noch. Wo die da zu viert da standen, dachte ich mir, ach du Scheiße. Ja, und der Höllenhund an sich war jetzt doch gar nicht so schwer. Ich bin dann immer gespannt, ob wir Hella irgendwie überzeugen können, dass sie uns irgendwie Dylan wiederholt. Möglicherweise sagt Hella halt dann so, okay, du kannst deinen geliebten Dylan wieder haben, aber musst dein Leben dafür opfern. Oder vielleicht ist Hella ja gar nicht in der Lage, ihn wiederzubeleben. Das kann ja auch sein. Götter sind jetzt auch nicht allmächtig, ne? So, also an sich haben wir eigentlich noch zwei Teile. Wir waren jetzt hier oben. Wir waren... Aha. Sieh mal einer an. Haha, das ist ja cool. Das ist ja cool. Kann ich nur Brücken bauen?
oder reparieren und auch Tore erschaffen. Wege, neue Wege. Das ist Senuas Gabe. So, hier geht nichts, ne? Da geht schon mal nichts. Da können wir lang. Hier mal noch eine Geschichte. Die nehmen wir mit. The Northmen say that at Ragnarok the gods will face a ship full of their foes, which Loki has steered to Asgard. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash. Trolls will walk the land. Men will tread the road to hell, and the heavens will split open. So, okay, cool. Machen wir hier kurz mal die Tür auf. Bisschen durchziehen lassen, hier müffelt's. Was sagt ihr eigentlich zu solchen Haaren wie die von Senua? Mögt ihr sowas? Ist ja schon ein bisschen unhygienisch eigentlich, oder? Oh, hier wird gekämpft. Hier wird safe gekämpft. Kommt schon wieder der Schattenmann oder was? Ich wollte eigentlich nochmal kurz nach oben schauen. Das habe ich mir nämlich schon fast gedacht, dass es hier nicht weitergeht, sondern einfach nur wieder eine Geschichte auf uns wartet. The Northmen say that each god will do battle at Ragnarok. Odin will fight the monstrous wolf and be killed, but his son will avenge him and plunge his sword into the heart of the beast. Freyr will face Surt, but he had given his sword away for love, and without it, he cannot defend himself against the flames. Thor will smite the Midgard serpent to no avail. The sun okay, will let's go. Black. The earth will sink into the sea, the stars will disappear. Ah, das war, okay, ist wieder nur so ein schwerer, der ist gut. Der kann nicht viel. Dafür bin ich zu akrobatisch. Nope. Kann ich auch treten? Roundhouse Kick. Oh oh. Was? Als hätte mich getroffen. Schnell, 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 schnell. Okay, okay, jetzt wird es ein bisschen fieser. Hast du wieder zwei Fette? Endet, ja, ich ende es. Hey, hey, ich war gerade in meinem Ding drin. So. Au. Steh auf, steh auf, steh auf. So, jetzt gibt's noch einen schönen Konter. Und einmal in den Sack noch, komm. Au. Das Ding ist halt, wenn er dich trifft, ne? Dann macht er Schaden, das ist klar. Oh, 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 oh. Und das ist und bleibt seine gemeinste Attacke. Nein, ist nicht over. Alles gut. Kurz recken. So, und jetzt noch einmal schön aufschlitzen. Okay, der geht. Komm, ran. Kick. Aua, Alter. Misch dich nicht ein, Kollege. Ah, das war der falsche. Ich wollte eigentlich den kicken. Oh, jetzt habe ich beide. Sehr schön. Moment. Ich habe es mit dem Kick noch nicht so drauf. Aua. Alter.
Kick! Okay, das ging. Aber ich sage euch, Leute, die Kämpfe sind geil. Und ich bin so gespannt auf Teil 2, wie da die Kämpfe ablaufen. Ich meine, sie sind an sich ja schon geil. Aber natürlich mit mehr Kombos, mehr verschiedenen Gegnern, mehr Fähigkeiten, vielleicht noch irgendwie ein, zwei andere Stufen vom Fokus. Man weiß es ja nicht, was da noch kommt. Kann man hier die Kämpfe noch viel geiler machen. Ich gehe davon aus, dass sie das auch schaffen. Ich meine, so von der Atmosphäre und allem drum und dran, Level-Design, da brauchen wir uns jetzt nichts vormachen. Das kriegen die locker wieder hin. Stimmung ist einfach großartig. Aber ja, ich bin gespannt, wo der zweite Teil uns hinführt. Vor allem sind ja auch andere Charaktere dann mit dabei. Bin ich dann auch mal gespannt, was für eine Rolle die in Senuas Leben spielen. So, jetzt haben wir es geschafft. Die Brücke ist endlich repariert. Aber natürlich müssen wir uns erstmal wieder... Ich zuerst, du Assi. Also das hätte mich jetzt echt gewundert. Au. Wenn er vor mir dran gewesen wäre. Der da hinten nervt mich. Kann ich nicht einfach runtertreten? Tatsächlich. Das geht. Cool. Das ist Sparta. Okay, der Dicke. Solange er alleine bleibt, ist alles gut. Boah, kann ich den runtertreten? Aua. Das interessiert mich gar nicht, wenn ich ihn trete. Achso, den kann ich ja gar nicht kontern, ne? Okay, jetzt kommen wieder mehr. Das ist unfair. Jetzt bin ich dran mit meinem fetten Schlag. Das ist so ein geiles Kicke, Mann. Oh, oh. Das war nicht clever. Das war gar nicht clever. Ja, ich weiß. Komm hoch. Okay, ist ja schon mal down. Das ist schon mal gut. Kurz mal auf. Ausruhen. Nee. Er sagt nein. So. Erstmal wieder ein bisschen fokussieren hier. So. Schon aufgeschlitzt. So, wer kommt jetzt? Atakuyu! Au. Ach, come on, als ob jetzt schon wieder einer hinter mir ist. Okay, den haben wir schon mal. Wow, wow, wow. Das ist auch noch dieser Kamikaze-Mensch. Den hasse ich ja, deswegen Fokus. Bei dem mache ich keine Risiken. Der geht mir nämlich hart auf den Sack. Ich muss erstmal gucken, wie viele. Alter, wie viele Feinde sind das? Aua. Aua. Nein. Schaffe ich das doch? Ich hänge! Ach, come on! Ich konnte mich nicht mehr wegrollen, ey. Scheiße. Wie viel der Tod war das jetzt? Der fünfte, sechste? Das dauert nicht mehr lang. Ich glaube, bis zum Gesicht geht's und dann ist Ende Gelände. Apropos Ende Gelände. Die Folge ist vorbei.
Dementsprechend bedanke ich mich bei euch da draußen recht herzlich fürs Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mich ein bisschen supportet, mir den Daumen da lasst oder fleißig kommentiert. Und jetzt wünsche ich euch noch einen erfolgreichen und lässigen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski.